Und damit wechseln wir das Thema und den Schauplatz und kommen in die Türkei, wo die prokurdische Oppositionspartei HDP jetzt vor einem Bürgerkrieg warnt. Der Konflikt zwischen der türkischen Armee und der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK eskaliert nämlich weiter. Die Armee hat die mehrheitlich von Kurden bewohnte Stadt Cizre im Südosten der Türkei seit Tagen abgeriegelt. Mehr als 30 Menschen, die meisten Kämpfer der PKK, seien getötet worden, sagt die türkische Regierung. Kurdische Organisationen sprechen hingegen von vielen getöteten Zivilisten. Aus Istanbul, Jörg Winter. Eine Stadt im Ausnahmezustand, 120.000 Menschen abgeschnitten von der Außenwelt. In Cizre töten und verhaften Sicherheitskräfte Terroristen der PKK. Die Teile der Stadt kontrollieren, heißt es offiziell. Angeblich werden hunderte Kilogramm Sprengstoff sichergestellt. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP zeichnet ein anderes Bild. Sie spricht von vielen getöteten Zivilisten, von einem Mangel an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Die Zufahrtsstraßen nach Cizre sind abgeriegelt. Beobachter haben derzeit keinen Zugang. Wie sollen wir in Cizre oder in anderen Städten im Südosten Wahlen abhalten können, fragt der Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei. Ohne Stabilität und Frieden, wie sollen die Menschen hier in Sicherheit wählen können? Präsident Erdogan hat für den 1. November Neuwahlen angesetzt, die er, wie viele glauben, bewusst vom Zaun gebrochen hat, indem er die Koalitionsverhandlungen nach den regulären Wahlen im Juni sabotiert hat. Die HDP, die legale pro-kurdische Oppositionspartei, gerät zunehmend zwischen die Fronten. Ihre Parteilokale werden zum Ziel wütender Nationalisten. Präsident Erdogan rückt die Kurdenpartei ins Eck der Terroristen. Er will verhindern, dass sie neuerlich den Sprung ins Parlament schafft. Nur so kann seine AKP eine absolute Mehrheit einfahren und den Wunsch des Präsidenten nach Ausweitung seiner Macht absegnen. Für seine politischen Ambitionen nimmt Präsident Erdogan das Ende des Friedensprozesses mit den Kurden sowie bürgerkriegsähnliche Zustände im Südosten des Landes in Kauf, sagen seine Kritiker. Auch der PKK-Führung ist der Erfolg einer pro-kurdischen demokratischen Oppositionspartei offenbar ein Dorn im Auge. Die PKK fürchtet um ihre Existenzberechtigung und die politische Mitsprache. Und so greift die Terrororganisation wieder zu den Waffen, zündet Bomben und spielt damit Gegnern der kurdischen Bewegung in die Hände. Auch die Anhänger des Präsidenten werden immer radikaler und versuchen Redaktionen regierungskritischer Zeitungen zu stürmen. Die zerbrochenen Fensterscheiben am Eingang unseres Gebäudes sind ein Symbol. Sie zeigen, in welchem Ausmaß die Pressefreiheit in unserem Land bereits zerstört ist. Die Spirale der Gewalt, sie dreht sich in der Türkei immer schneller und niemand, so scheint es, kann sie derzeit stoppen.